So, Mahlzeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir einmal zusammen einen Luftfilter, also einen Motorluftfilter tauschen bei einem Clio 3. Das heißt, das Fahrzeug ist Baujahr 2009. Aktuelles Modell ist der Clio 4, ab glaube ich 2014, 2015 rum. Das ist jetzt das Vorgängermodell und da werden wir einmal den Luftfilter tauschen. Ich zeige euch den einmal. Und zwar so sieht er aus, recht kleiner Luftfilter, vergleichsmäßig, also gibt deutlich größere, ich kenne auch eigentlich deutlich größere. Die Sache ist hier, das ist natürlich eine richtige Rennmaschine. Das Ding hat 1,2 Liter Hubraum und 75 PS. Der Wahnsinn. Ja, nicht lang schnacken, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. So, wir öffnen zuerst mal die Motorhaube. Mal schauen, wo das hier geht. Mal gucken hier. So. Achso, hier muss man das Ding hier runterdrücken. Dann setzen wir das Teil mal fest. So. Ja, und der Luftfilter sitzt genau hier drunter. Also dafür werden wir jetzt einmal die Verkleidung hier komplett demontieren. Und dann zeige ich euch mal, wo der genau sitzt. Und dann tauschen wir den dann gleich auch aus. Ja, als erstes ziehen wir den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ab. Müssen wir mal vorsichtig irgendwie so drehen. Also nicht irgendwie nach oben, nach unten knicken, sondern wirklich versuchen, so ein bisschen hin und her zu drehen und den da wegzuziehen. So, das ist schon mal gelöst. Dann müssen wir den Ölpeilstab einmal hier aus der Verankerung lösen. So, weil der Clip hängt direkt hier mit an dem Gehäuse dran. Wir wollen das ja nicht abreißen. Ja, und dann hängen wir den einfach erstmal nur hier an die Seite. So, dann geht's weiter. Dann müssen wir diese Schelle hier von der Drosselklappe an das Luftfiltergehäuse einmal lösen, damit wir das Luftgehäuse dann anheben können und zur Seite wegziehen. So, das machen wir hier mit einem Schlitzschraubendreher. Alternativ würde auch eine 7er Nuss funktionieren. Aber da funktioniert das ziemlich gut. So, die Schelle ist gelöst. So, dann müssen wir noch diesen Schlauch hier mit dem Deckel auch aus der Arretierung klipsen. Das müsste dann der Schlauch von der, vom Getriebe sein, wo man Getriebeöl wohl nachfüllen kann. Der hängt nämlich da auch mit einem Luftgehäuse mit dran. So, jetzt ziehen wir einmal diesen Schlauch hier ab. Das ist der Luftführungsschlauch für die Frischluftzufuhr zum Luftfilter. Der ist hier an der Seite auch so eingeklipst. Das ist einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Mal gucken, wie gut ich da dran komme. So. Ja, leider nein, leider gar nicht. Okay, dann machen wir das anders. Wir ziehen erstmal das Luftfiltergehäuse hier hoch und lösen den Schlauch dann im Nachgang. Das heißt, einmal hier einfach nur hochziehen. Hier auch. Wie gesagt, der ist hier überall reingeklipst. Und dann schieben wir den vorsichtig von der Drosselklappe runter. So. Und ziehen das Gehäuse einmal komplett hoch. Und dann können wir auch Luftführungsschlauch hier an den Clips darunter dran. So. Dann kommt das Ganze. Und dann ziehen wir den hier einfach ab. So. Ja, das ist das komplette Luftfiltergehäuse. In dem Bereich sitzt der Filter. Das heißt, wir müssen jetzt einmal umdrehen und hier einmal die Schrauben lösen und den Deckel einmal abnehmen. So, bei den Torx-Schrauben handelt es sich um 25er Torx. Die lösen wir dann einfach einmal. So, die bleiben auch hier in den Deckel drin, das heißt, die sind, also die kann man nicht rausziehen, also unverlierbar. So, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, der ist hier ziemlich ölig.
Das ist wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung undicht. Das werden wir auch wohl irgendwann mal machen müssen. Bei Gelegenheit. So, und dann ziehen wir einfach den Deckel hier einfach runter. So, und da haben wir den Luftfilter. Ah, wie man sehen kann, der ist natürlich extrem dreckig schon. Also da ist ja alles Mögliche drin. Ich hole mal den anderen, dann kann man das mal gut vergleichen. So sieht er aus. Und so sollte er aussehen. Er ist auf jeden Fall allerhöchste Zeit gewesen, den mal zu tauschen. Man sieht hier zwischen, das ist unglaublich viel Dreck. Richtig viel Staub und boah, sieht richtig eklig aus. Ja, den neuen stecken wir dann hier einfach drauf. Und der alte kommt in die Tonne. So, vorher sollte man natürlich immer in den Luftfilterkasten reinschauen. Also der ist jetzt ein bisschen dreckig, da sollte man einmal vielleicht mit dem Lappen durchgehen, beziehungsweise mit dem Staubsauger und das einmal grob reinigen. So, den Deckel, den habe ich jetzt einmal mit dem Lappen ausgewischt und dann kommt der hier einfach wieder drüber. So, hier muss man darauf achten, dass der Schlauch auch in diese Gummitülle hier reinkommt. So. Und dann schrauben wir das alles wieder zusammen. So, alle Schrauben wieder dran. So, dann können wir den wieder reinsetzen. Wir machen erst die Schelle wieder drauf. Und natürlich den Schlauch hier. Fest und dann führen wir den wieder in die Drosselklappe hier ein und klipsen den hier wieder auf die Halterung. So, einmal die Schelle wieder festziehen. So, Schelle ist fest. Dann kann der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung wieder drauf. So, hier wieder einklipsen. Der Ölpeilstab wieder hier in seine Position. Und der Schlauch vom Getriebe hier wieder an die Seite dran. Ja, das war's schon. Austausch ging recht einfach. Also es war jetzt wirklich nicht viel Arbeit. Ich denke mal, da sitzt man so im Normalfall in 10 Minuten ungefähr durch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.